Wir reagieren jetzt noch auf die Schlagzeile von Kayvan Sufi Siavash. Die Zensur nimmt in Deutschland immer weiter zu. Meine heutige Schlagzeile heißt ja, die Zensurwelle rollt. Wir haben es ja gerade publiziert. Apolut hat zum wiederholten Male eine Kontokündigung erfahren. Die erste hat ja damals KenFM bekommen, damals noch bei der GLS Bank. Dann sind wir rüber zu einer kleinen Volksbank nach Pirna. Wirklich ganz, ganz tolle Banker, die sich selbst... Okay, das ist... Also, sorry, dass ich jetzt gleich schon zum Anfang unterbreche. Da werden wieder Leute in den Kommentaren sagen, jetzt unterbricht doch nicht dauernd. Aber die GLS Bank, ich dachte, das wäre eine gemeinnützige Bank. Also, was läuft denn, dass die einfach so oppositionell in die Konten kündigen? Also, das geht gar nicht. Als gelernte DDR-Bürger begreifen, die uns vor 2 Jahren mit offenen Armen empfangen haben. Ich war da 4 Stunden, habe über Gott und die Welt geredet und dann hat man gesagt, warum sind Sie eigentlich? Ach ja, wegen dem Bankkonto. Haben das Bankkonto eröffnet. Ich muss zu diesen Mitarbeitern sagen, die ich da hatte in Pirna. Also ich hatte nie mit den Problemen. Wir sind regelrecht befreundet. Wenn es irgendwo mal eine Frage gab, haben die mich angerufen. Super. Und dann erfuhren wir von heute auf morgen, haben wir ein Papier bekommen, was nicht richtig unterschrieben war, sondern mit so Grissel. Und man wusste aber nicht, für was steht das. Normalerweise wird ja unterschrieben, der Name. Dann hielt ich es erst für einen Scherz. Ich dachte irgendwie, ich habe irgendwie von Korrektiven einen Scherzbrief bekommen. Stellte sich dann raus, dass es doch so ist und diese Banker waren für uns erst einmal nicht erreichbar. Und dass es so kommen würde, das war mir ja im Grunde schon klar, als ich im November letzten Jahres einen Artikel bei Korrektiv las, der trug die Überschrift Die Bank der Extremisten vertrauen. Und da fiel das der Name Bündnis Sarah Wagenknecht. Da habe ich mich schon mal gewundert. Also Bündnis Sarah Wagenknecht hat doch mit ihrem Mann die Möglichkeit, im Saarland jede Bank zu bekommen. Ist jetzt Ausrede am anderen Ende Deutschlands bei der Bank in Pirna. Und da wird jetzt also Aufmerksamkeit generiert. Was ist da los? Das hat mich ein bisschen gewundert. Und ich wusste, das wird Ärger geben. Und zack, wurde dann auch RT dort gekündigt, auch dem ehemaligen Chefredakteur, der dort privaten Konto hatte, wurde gekündigt. Und da war klar, wir werden irgendwann davon betroffen sein. So ist es gekommen. Wir sind dann nach mehreren Tagen... Okay, das ist, wie gesagt, unfassbar. Also Volksbank Pirna kannst du jetzt auch vergessen. Das war ja einer der wenigen Banken in Deutschland, die tatsächlich das gemacht haben, wofür Banken da sind, nämlich einfach die Gelder ihrer Kunden verwalten geben und nicht nach politischen Kriterien jetzt diesem oder jenem da, diesem oder jedem da das Konto kündigen. Also das ist ja wirklich eine sehr besorgniserregende Entwicklung und ich finde, das BSW sollte sein Konto von dieser Bank wegverlagern, denn da ist es ja offensichtlich nicht mehr sicher. Wir sehen, dass jetzt auch bei dieser Bank massenweise oppositionell in die Konten gekündigt werden. Doch mit der Bank in Kontakt getreten und diese so offenen sportlichen Banker waren geradezu geknickt und haben gesagt, sie haben alles versucht, der Druck von oben war, der war so groß, die ging nicht mehr. Und es waren aber Leute, wo ich sagen kann, das sind also wirklich taffe Burschen gewesen, aber als hätte man sie regelrecht eingeschüchtert. Und ja, wir haben es jetzt geschafft, nachdem wir wieder ein paar Klingeln geputzt haben, war ich es irgendwann leid, weil die Zeit war da so, es gibt ja so eine Kündigungsfrist und da hat man die geringste genommen, die es überhaupt gibt, damit es nicht gelingt, ja, ein Bankkonto zu finden, sind wir jetzt bei einer internationalen Internetbank gelandet, bei der viele andere auch eben sind und ich habe da jetzt heute mal einen Trailer geschaltet, dass mir das eigentlich peinlich ist, weil ich nicht glauben will, dass kein deutscher Banker oder kein Banker im deutschsprachigen Raum noch Herr im eigenen Haus ist. Da kommt ja immer die Compliance angerufen. Ich frage dann immer, Entschuldigung, normalerweise fliegst du ja raus, wenn du irgendetwas machst, was dem Staat, was irgendwas Gefährliches ist, das wird gegen dich ermittelt wegen Geldwäsche oder du hast irgendwelche anderen illegal. Nichts, also da gibt es nichts. Oder kriegst du größere Spenden aus Russland? Nein, wir leben ja genau wie hier bei diesem von Mikrospenden. Das gibt es eben nicht. Man hat uns ja die Server sperren lassen, dann haben wir eigene Server aufgezogen und das ist die Achillesferse, weil wir eben keine eigene Bank haben. Und ich habe das ja schon im Trailer gesagt, ich sage es auch heute. Erstens, für alle, die uns unterstützen, macht es auch weiterhin mit einer neuen Kontoverbindung, weil die wollen ja immer, dass das ins Leere läuft und so. Und warum sie uns angreifen als Brückenkopf, liegt daran, dass wir natürlich als ein Portal erstens Pioniercharakter haben und zweitens, dass wir nicht nur eigene Beiträge machen, eigene Sendungen haben, sondern dass wir für viele andere Portale deren Texte zu Podcasts machen. Also generieren wir sehr viel Reichweite. Erfahren die Leute sogar über Norbert Hering, der einen super Job macht auf seinem Blog, warum es wichtig ist, dass wir Bargeld erhalten und so weiter. Also das sind alles Dinge, die dann über einen Podcast leichter zu hören sind. Und wir sehen ja auch die Zugriffszahlen und das wird ja auch abgelesen von den üblichen Verdächtigen. Und dann heißt es, hör zu, machen Sie das weg. Übrigens, an dieser Stelle habe ich auch dafür getrommelt, dass es wenige Stunden später auch Manova traf, also das Portal, was aus dem Vorgängerportal hervorgegangen ist. Das ist bei der GLS. Genau, bitte? Rubicon. Rubicon davor, genau. Jens Werge nochmal, hat auch einen hohen Preis bezahlt. Die sind bei der GLS-Bank rausgeflogen. Die GLS-Bank hat uns ja damals noch einen Grund genannt, warum sie sich von KenFM trennt. Die haben gesagt, sie sind mit meinem Weltbild nicht einverstanden. Und ich habe gesagt, ja, mein Weltbild ist so, ich möchte gerne, dass alle Menschen in Frieden leben. Ich möchte, dass wir faire Verhältnisse haben und dass wir eine Presse haben, die neutral ist. Und das ist halt mein Weltbild. Und wenn man mit dem nicht einverstanden ist, dann ist es eben eine Anthroposophenbank, die einen dann rausschmeißt. Ich habe natürlich später erfahren, warum das der Fall ist. Die haben auch einen Fonds aufgelegt, der sich für mehr demokratische Medien einsetzt. Und der ist gegründet worden vom Chef von eBay, also Omnidar und dann noch George Soros.
Es ist Wahnsinn. Und da musste man uns gehen lassen. Und jetzt eben diese kleine Bank in Pirna, wo ich nochmal sagen muss, die Banker selbst trifft keine Schuld, aber die werden dann eben von ganz oben, da wird so viel Druck ausgeübt, dass sie 2 Jahre wahrscheinlich den Kopf hingehalten haben. Und irgendwann hieß es, wenn sie damit nicht aufhören, dann fliegen sie raus oder ihre Alterspension liegt in der Tonne. Und da verstehe ich das, ja, dass die das nicht mehr können. Also von daher die Zensurwelle. Und ich kann nur sagen, wenn wir jetzt als Alternative nicht trommeln dafür und richtig zeigen, was hier Phase ist, dann sieht es schlecht aus in diesem Land, weil ohne die alternativen Medien wüssten wir aktuell nichts über Taurus, die das ja verbreitet haben. Wir wüssten eben auch nichts über die geschwärzten RKI-Files, die ja ein hochgeschätzter Kollege hier veröffentlicht hat von Multipolar. Und der wird natürlich der Nächste sein, weil es doch vollkommen klar, was Schreier da veröffentlicht hat, das kotzt einige Leute da ganz oben so richtig an und denen würden sie auch ganz gerne abschalten. Also wer glaubt, es trifft nur die Brückenköpfe, wir sind die Ersten und dann die vielen Einzelplayer, die Reichweite generieren, das trifft auch Tichy, das wird auch uns letztendlich treffen. Jeder, der irgendwie Reichweite generiert, dann lassen ihre Tools drüber laufen, das muss weg, damit man dann das tun kann, was man ohne Widerspruch tun möchte. Und sie haben es ja auch gesehen, wir haben ihn ja während der Corona-Phase ordentlich in die Suppe gespuckt. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen was erreicht, sie haben daraus gelernt und jetzt geht diese Zensurwelle wieder los und von daher, ich bin gespannt. Wir haben ja extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, nämlich bank@apolut.net, ob sich der ein oder andere Banker bei uns meldet, den ich nicht kenne. Der gesagt, hey, ihr könnt zu uns kommen. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Oder aber, ob es so ist, dass die eben das machen, das, was die Regierung möchte. Weil ich kann es nur sagen, die Banker, wenn sie glauben, sie würden sich damit retten, nee. Wenn es uns als Alternative nicht mehr geben wird, dann geht es an die Banken ran, da kommt nämlich das digitale Geld, dann übernimmt das alles Apple Pay, dann wird es keine kleinen Filialen mehr geben. Wer also glaubt, dass er sich damit irgendwie höchstens Zeit kauft, aber in 2 Jahren wird Schluss sein. Also ich möchte mal meinen Appell und meinen Dank auch an alle richten, die auch uns hier unterstützen. Da kommt ja auch ein bisschen was rein, dass wir das machen können. Aber die Achillesferse ist natürlich Bank, weil wir haben unsere eigenen Server. Wir haben unsere eigenen Server, die natürlich mehr unbedingt dastehen, wo man ran kann. Aber wir haben nicht unsere eigene Bank. Und eine eigene Bank zu gründen oder aber ein kleines Bankkonto zu kaufen, das ist mit sehr vielen Hürden versehen. Und dann kommt einmal irgendwann die BaFin und nimmt die Lizenz weg. Also das ist die Achillesferse. Und dieses Problem müssen wir lösen. Haben mir viele gesagt, ja, mach doch Bitcoin. Wir sind seit Jahren dabei. Auch sagt, gibt uns Bitcoin. Aber das ist so im Mikrobereich, ja, das machen vielleicht 0,0001%, ist es irgendeine Währung für Superhippe oder irgendwelche Spekulanten, aber der Otto Normalbürger zahlt eben nicht irgendeine Rechnung mit Bitcoin, deswegen wir sind da immer noch auf die klassische Währung angewiesen. Also, wenn man etwas dafür tun möchte, dann sollte man sich dafür einsetzen, dass wir diese Diskussion in die Breite tragen, nämlich hier wird gerade im großen Stil allen Alternativen die Finanzierungsmöglichkeit genommen und ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, da geht es gar nicht um uns, sondern es geht um die auch die Legitimation für so ein Programm haben. Dass es uns überhaupt gibt, hat ja damit zu tun, bei allen alternativen Medien, dass die Bürger, die ja GEZ bezahlen müssen, sich durch die GEZ-Presse offensichtlich nicht gut genug informiert fühlen und sagen, ich gebe nochmal extra Geld aus für Alternative. Und ich weiß, dass heute ja das Geld überhaupt nicht mehr locker sitzt. Das heißt, wie möchte man eigentlich, dass die das nicht mehr erfahren, dass die eben nicht von den RKI-Files erfahren, dass die eben nicht von dem erfahren, was sich hinter den Kulissen tut, weil die Tagesschau und so oder andere Gazetten, die Taz sagt ja, der Skandal, der keiner ist. Und die Taz hat ja auch geschrieben, Leuten wie mir sollte man überhaupt kein Bankkonto geben. Also wir sehen es eben bei den sogenannten Linken. Für mich sind sie alles die grünen Khmer. Vor Totalzerstörung einer Person geht es eben nicht. Also das ist genau das, was ich eben sage. Und es wird dann eben, du hast ja selbst Kontakt mit deinem eigenen Fußboden gemacht, Paul, dass dann bei dir irgendwelche Special Forces einreiten und dann irgendwie ein altes Buch von deinem Großvater finden und sagen, wir wussten es doch immer, dass sie Kontakte ins Dritte Reich hatten, ihr Großvater war an der Ostfront. Also ist es ja nicht so blöd, aber am Ende des Tages muss man klar sagen, wenn wir als Alternative uns nicht mehr finanzieren können, nicht weil wir keine finden, die uns Geld geben, sondern weil wir keine Möglichkeit mehr sehen, dass man uns Geld geben kann, dann weiß ich nicht, was passiert. Eins ist nur ganz klar, eine Regierung, die auf diese Art und Weise jede Art von Opposition rasiert, hat Übles vor und das haben die Grünen ja neulich in der Talkshow auch selber schon gesagt, sie sind nicht nur dafür, dass man Fake News bekämpft, sondern sie wollen auch nicht, ich zitiere das mal, sie wollen auch nicht, dass Dinge veröffentlicht werden, die zwar der Wahrheit entsprechen, die aber die Bevölkerung irritieren können. Mit anderen Worten, wenn ein freier Journalist, also kein GEZ-Embeddeter, der Regierung nachweisen kann, wie zum Beispiel jetzt bei den Files, dass sie selbst dem RKI gesagt haben, es gibt zwar gar keinen Grund hochzusetzen, wir wollen das aber, das RKI sagt, diese FFP2-Masken bringen nichts, wir wollen das aber, das ist also korrupt, weil hält dem wahrscheinlich jemand die Hand auf. Wenn wir darauf das aufdecken und die Öffentlich-Rechtlichen, Restlichen es nicht bringen und wir bringen es dann, dann könnte es die Bevölkerung irritieren, weil sie dann feststellen werden, von Lügnern regiert und das soll dann nicht mehr veröffentlicht
sterben. Also wird auch das noch kriminalisiert, weil diese Kollegen sagen ja auch, da sind wir wieder genau wie bei deiner Wahl, das ist eine Delegitimierung des Staates. Ich sage, die Regierung delegitimiert sich selbst. Sie untergräbt alles, was mit Demokratie zu tun hat, und jede Art von Widerspruch wird kriminalisiert. Das sind ja auch wieder russische Verhältnisse. Nein, es ist aber hier. Und deswegen nochmal, uns haben sie zum zweiten Mal das Konto gekündigt. Malnova haben sie das Konto gekündigt, und das ist eine Welle. Es wird alle anderen auch treffen. Es wird Multipolar treffen. Es wird Tiki treffen. Es wird jeden treffen, der nicht ein ausländisches Bankkonto hat. Und da ist ja genau der Punkt. Sobald du dann ein Bankkonto hast, was eben nicht IBAN ist, was so Swift ist, musst du ja für jede Transaktion irgendwo in Georgien 15 Euro bezahlen. Und wir nehmen alle nur Mikrospenden ein. Das sind also Beträge zwischen 1 und 7 Euro maximal. Und wenn du dafür dann 10 bis 15 Euro bezahlen musst, rechnet sich das nicht mehr. Und das ist auch die Frage als kleine Rechercheaufgabe für die Berliner Zeitung, die du zwar nicht magst, Paul, aber ab und zu machen die doch einen guten Job. Nämlich, die mögen doch mal recherchieren, wer genau ruft denn da eigentlich an? Das ist ja nicht Frau Faeser selber, sie lässt ja anrufen. Wer ruft bei den entsprechenden Banken an und sagt, mach das? Das kann das ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Das ist im Fall beispielsweise von Hartmut Danisch, der Blogger, den man ja kennt. War das ja ein Mann, der früherer Piratenaktivist in Berlin, jetzt Mitarbeiter des SS des LKA Berlin, also SS-Kommissar im Staatsschutz, Abteilung 5. Der Mann ist Thomas Wied. Und dieser Mann, Thomas Wied, hat offenkundig, so geht es in den Akten hervor, Hartmut Danisch hat es selbst veröffentlicht, durch seine Anrufe bei der Bank dafür gesorgt, dass seine Intervention bei der Bank, ob es E-Mail oder Anrufe war, ist unklar, dafür gesorgt, dass diese Bank dann Hartmut Danisch das Konto kündigt. Das heißt, das macht die Polizei, das macht die politische Semi-Geheimpolizei im Auftrag von den Sefeser. Und das Entscheidende, glaube ich, was jeder begreifen muss, man kann es ja abtun und sagen, jetzt motzt der Sophie Seerwasch an der Brandenburg heult auch demnächst rum, weil sie kriegen dann kein Geld mehr, wenn da keine Konten mehr sind. Stimmt, wir gehen als Erste unter. Aber der entscheidende Punkt ist nicht nur, dass es dann keine freien Medien mehr gibt. Der entscheidende Punkt ist, dass nachdem das Prinzip etabliert wurde, dass der Staat entscheidet, zu welchem Zweck du dein Geld überweisen darfst, es natürlich in die andere Richtung mit Rasanz weitergeht. Denn man wird natürlich erstmal so die bösen Delegitimierer-Exponenten wie uns beide hier weghauen. Und dann wird man aber Peter Müller fragen, sein lieber Peter Müller, gestern hast du noch für Ken Jebsen gespendet, du Schwein. Das haben wir dir jetzt ja abgestellt. Bist du denn ganz sicher, dass du Benzin kaufen willst? Wäre es nicht viel besser, du würdest dir Ladestrom für dein neues Auto zulegen? Ist doch völlig klar, dass das nur das dem Staat das Recht zu geben, zu entscheiden, wo du dein Geld hinschickst. Genau. Und welches Buch hast du gekauft? Etwa das hier von Herzog, ja, Die Zukunft der Wahrheit. Übrigens ein hervorragendes Buch, ja, ein ganz hervorragendes Buch, wo eben zeigt, das, was wir heute an Zensur sehen, das, was wir heute an Fake News sehen, das ist sowas von alt. Das hat es immer schon gegeben, aber das darfst du auch nicht mehr lesen. Das heißt, wir haben es mit einem Staat zu tun, der wie eine Sekte, die Grüne Khmer organisiert, das ist eine Gesinnungsorganisation. Und ich meine, du wohnst jetzt hier im Ausland. Ich pendel im Moment noch und werde mich auch verabschieden, ja. Ich werde auch wahrscheinlich mittelfristig meine Firma hier in Deutschland zumachen müssen. Also ich zahle hier immer noch Steuern, das muss man sich mal vorstellen. Aber dass ich es einfach nur schäbig finde, dass die Banken sich hier zum Büttel machen lassen. Wer sich mit Banken auskennt, ich will jetzt hier nicht pauschal werden, weiß, da sind wir bei Herrn Abs. Banken waren immer dabei, wenn es darum geht, totalitäre Geschäfte mitzumachen. Ich will nur sagen, diesmal geht es um die Banken auch selbst. Also von daher nochmal darauf achten, wir haben es auch publiziert, bitte umsteigen, solange es das noch gibt. Wenn eine Internetbank dann auch nicht mehr funktioniert, dann ruft möglicherweise Lengle an. Ich glaube das noch nicht. Ich glaube, das ist ein spezieller Verfolgungswahn, der in Deutschland herrscht. In Deutschland versucht man die Dinge immer super korrekt zu machen oder eben DDR-mäßig korrekt zu machen. Das ist quasi eine Ausbürgerung oder ein Berufsverbot, nachdem man alles andere versucht hat. Aber das ist auch, glaube ich, für das benachbarte Ausland interessant anzusehen, wie hier wieder mit diesem deutschen Geist jede Art von Andersartigkeit ausgerottet werden muss und jeder Andersdenken, der muss ausgerottet werden. Mich beschämt es ein bisschen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir so gar nichts gelernt haben. Ich hoffe, dass wir mit dem Publizieren auch heute hier eine Empörungswelle dahingehend schaffen würden, weil ich trommel ja nicht nur für Apolut und für die Pressefreiheit dieses Unternehmens, weil ich publiziere da gar nicht, aber ich lerne da auch immer etwas. Ich mache jetzt nicht immer den Tagespolitik, aber ich lerne natürlich etwas, wenn dort Kollegen schreiben über den Stand der Dinge XY, Gaza und so weiter, da lerne ich natürlich immer was dabei. Deswegen ist das wichtig für Leute, die erst seit Corona aufgewacht sind und aus der Mainstream Press ausgestiegen sind. Auf der anderen Seite muss ich eben sagen, wenn die Menschen das jetzt noch nicht merken, ja, dass jeder, der regimekritisch ist, ja, dass der weggebügelt wird, dann kann man ihnen nicht helfen. Weil was ich mir eigentlich wünschen würde und was eigentlich überfällig wäre nach dieser deutschen Vergangenheit, dass speziell Presseorgane, dass deren Bankkonten einen besonderen Schutz haben sollten, dass man da gar, da muss man ganz schwierig, aber es ist eben nicht so. Und es wird übermorgen so sein, dass wenn du das Falsche druckst, dass du kein Papier mehr bekommst, oder dass dir der Account gesperrt wird, oder dass du an eine falsche Partei gespendet hast, oder mit dem falschen oder dem falschen Foto warst, oder jemanden zitiert hast und so weiter. Das ist ja alles dieser neue, das ist ja Digital Service Act, das nennt sich auch noch Service. Die Selbstzensur im Kopf ist auch noch Service. Wir sind schon wieder in eine ganz, ganz schwierige Richtung unterwegs. Das ist ja gar kein Problem.
Also ja. Selbst wenn Presse, wenn Journalisten jetzt geschützt werden, rate mal, wie lange mittlerweile die Bearbeitungsfrist ist oder der, sagen wir, wie lange jetzt mittlerweile der Journalistenverband über meinen Antrag auf einen bundeseinheitlichen Presseausweis konferiert. Ja, ungefähr ein Jahr. Es dauert noch ein bisschen. Also es ist völlig klar, da ist keine Chance, da was zu verändern. Du hast es schon gesagt, ich wohne mittlerweile im Ausland, du bist auch auf dem Weg. Wunderbare Gelegenheit, auf den 11. April hinzuweisen, an dem ich nämlich das Glück habe, mit einem Überraschungsgast in Berlin genau darüber zu sprechen. Der sagt nämlich auch, raus aus Deutschland. Und wir werden reichlich praktische Tipps geben. Auf jeden Fall ist einer dieser Tipps, den ich geben kann, ja, schafft euch ein Konto im Ausland an. Es gibt tatsächlich Auslandskonten, die auf IBAN-Basis funktionieren, die zum Teil sogar gratis verfügbar sind, sofern man da minimale Beträge raufpackt. Und wer das jetzt nicht macht und vorbaut, der völlig unabhängig davon, ob er nur an freie Medien spendet oder nicht, kann nur dazu aufrufen, an Apolut zu spenden oder auch an den Kollegen Paul Schreiber Multipolar. Aber selbst wenn ihr das nicht machen möchtet, es ist vollkommen unabhängig von den freien Medien. Sie werden an die Verfügungsgewalt über eure Kontobestände definitiv gehen. Schafft euch verdammt nochmal endlich ein Konto. Aber du hast sicherlich mehr als eins, Dieter. Ja, aber ich bin jetzt nicht da in mein aktuelles Privileg hochjubeln. Das ist in der Tendenz genauso bedroht. Ich will nur sagen, dass es vielleicht auch noch ein Stück tiefer anzusetzen ist. Sarah Wagenknecht ist auch in Pirna bei dieser Bank gewesen. Und wie kommt denn das raus? Wir reden von einem Bankgeheimnis. Das gilt für große Spekulanten in jedem Falle. Da kommt man nie dahinter. Und dann wird plötzlich in der Presse geschrieben, die und die, darunter auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, hat sein Spendenkonto und hat auch irgendwie 8,50 Euro von einem Russen mal gespendet bekommen oder so irgendwas. Wie kommt das eigentlich raus? Das ist nicht die Bank in Pirna gewesen. Das ist nicht kein Bankgeheimnis mehr. Im letzten Jahr hat 1,5 Millionen Kontoabfragen durchgezogen. Das war vor wenigen Jahren, als das eingeführt wurde, waren das mal so ein paar Tausend im Jahr. Es ist mittlerweile die Regel, dass das Finanzamt... 1,5 Millionen. Ja, okay, es gibt kein Bankgeheimnis mehr. Einfach den Namen Dieter Dehm nimmt, in die Zentraldatei da jagt und dann sagen alle Banken, hier hat er dem so und so viele Konten, da liegt das und das drauf. Und wenn das Finanzamt dann sagt, an wen wird dann das überwiesen, gibt es eine Adressliste. Es gibt kein Bankgeheimnis in Deutschland. Ja, aber auch das Finanzamt wäre dem Bankgeheimnis unterworfen, ist es natürlich nicht. Das will ich nur noch mal sagen. Ich würde dennoch das Bankgeheimnis gerne wieder ins Bewusstsein bringen. Und noch einen Satz dazu. Ihr beide habt eine für mich respektable Entscheidung getroffen, der ich aber nicht folge. Also ich bleibe in diesem Land und ich weiß, dass das damals so war, wenn du versucht hast, von irgendeiner linken Seite ein Konto zu eröffnen, hast du in der Friedensbewegung auch deine Probleme gehabt. Ich weiß es von mindestens zwei Fällen. Ich weiß auch von einem, der zum Schein versucht hat, bei der Deutschen Bank ein Konto aufzulegen. Also bei der Bank, die Auschwitz finanziert hat, die am Zyklon B, dem Gift, mit dem die Juden vergast worden sind, verdient hat, dort ein Konto aufzumachen. Und dann wurde mit großem Brimborium erklärt, warum das nun ausgerechnet da nicht geht. Also ganz so neu ist es nicht. Das soll nicht heißen, dass es dadurch irgendwie besser wird. Nur man kann in diesem Land noch kämpfen, das zeigt auch die Friedensbewegung, denn sie ist am Ende ja nicht erfolglos aus dem Ganzen rausgekommen, denn sie hat eine, denke ich, dann Umfragewandlung erfahren von, ich glaube, 15% am Anfang gegen Atomraketen, am Ende über 70%. Also wir sollten uns nicht zu schnell ins Boxhorn jagen lassen, auch im eigenen. Nicht, dass ich mandatiert bin, für Kevan zu sprechen. Ich tue es jetzt aber mal trotzdem, lieber Dieter. Ich glaube, dass auch. Ja, aber die Atomraketen wurden trotzdem aufgestellt. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also die Meinung der Mehrheit, die zählt ja leider relativ wenig, wenn sich das nicht in Wahlergebnisse beispielsweise übersetzt. Wir beide noch in diesem Land kämpfen. Der Unterschied ist nur, dass wir die Orte, an denen wir das tun, und die Orte, wo wir nun erscheinen und wieder verschwinden, selbst aussuchen, aus gutem Grund, weil es eine relativ unangenehme Tatsache ist, dass an diesen Orten, wenn wir es zu früh ankündigen, gewisse militärische Eingriffstruppen verschiedener Couleur, teilweise vom Staat direkt, teilweise nur vom Staat finanziert stehen und oder uns die Tür eintreten und unsere Konten rauben. Das heißt, nicht jeder hat den Luxus, dem Staat immer zu verraten, wo er da gerade ist, und dann liegt dann zu Hause eben im Ausland. Das heißt aber mitnichten, dass man nicht mehr in Deutschland kämpft oder dafür. Also sorry, Kevan, wenn ich jetzt mal ganz offen für dich gesprochen habe. Ich möchte das bekräftigen. Es ist ja auch nicht so, dass ich in Deutschland gar nicht mehr wohnen würde, weil ich habe immer auch Kinder noch in Deutschland, die mich auch noch sehen wollen. Aber ich pendel ständig hin und her und ich habe ja auch noch, ich zahle meine Steuern auch noch und ich zahle auch noch GEZ in diesem Land. Oft vergesse ich das allerdings, aber egal. Würde ich nie tun.
Nein, tue ich alles, aber nach spätestens als ja, der Spiegel meine Privatadresse bekannt gegeben hat und meine Kinder von der Schule von irgendwelchen Verrückten mit Baseballschlägern bedroht wurden und die, ich nenne sie mal Latte Macchiato-Eltern, das mir mit Mobiltelefon gefilmt haben, um zu gucken, wie es ausgeht, wusste ich, hier stimmt irgendetwas nicht mehr. Und deswegen versuche ich, wenn ich irgendwo hingehe, das so zu tun, dass ich da als Privatperson hingehe. Und das ist im Ausland einfach ein bisschen einfacher, weil da Sprache schützt. Wenn da Deutsche auftreten, dann komme ich oft ins Gespräch mit denen. Das sind dann erstaunlicherweise immer Leute, die sagen, ich kenne sie, schön, was sie machen. Schöne Grüße an Paul Brandenburg und Dieter Dehm, sagen die immer zu mir. Aber in Deutschland selber ist es so, es gibt ganze Stadtteile, die ich nicht mehr betrete, linke und grüne Stadtteile, weil da warten auf mich schwarz vermummte Menschen, denen ich zu deutsch bin. Und ich weiß noch vor vielen Jahren, da bin ich in viele national befreite Zonen geschickt worden, damals noch von einem Sender namens SFB oder Radio for You. Und dort haben immer auch schwarz vermummte Menschen auf mich gewartet, für die war ich nicht deutsch genug. Es sind aber am Ende immer schwarz vermummte Menschen, die irgendwie neidisch sind auf einen Menschen, der einen iranischen Vater, der es aus eigenen Mitteln zu etwas gebracht hat. Da spüre ich unglaublich viel Neid und ziemlich viel Aggression. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss mir das ja nicht geben, ich will ja nicht wie Rudi Dutschke enden. Also von daher, ich kann nur sagen, ich habe einen sehr hohen Preis für das alles bezahlt und ich kämpfe auch weiterhin für dieses Land, weil ich glaube nach wie vor, auch wenn das Grundgesetz mehr als in den letzten 200 Jahren häufiger angefasst wurde, oder in den letzten 50 Jahren, muss man ja sagen, häufiger angefasst wurde, als in den 200 Jahren die amerikanische Verfassung, haben wir trotzdem ein ziemlich gutes deutsches Grundgesetz, obwohl jeder Artikel, jeder Paragraph schon angefasst wurde, aber man kann es ja möglicherweise alles wieder umdrehen, wenn man dranbleibt und hoffentlich klicken irgendwann in die Handschellen. Und ich glaube, es wird auch ein Wachen aus den Menschen rausgehen. Die sind ja auch eingeschüchtert, ich verstehe das ja schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie wegducke. Ich bin ja auch regelmäßig in Deutschland und ich spreche immer noch auf Demonstrationen und so weiter. Und ich bin ja auch mit meinem Angst, Essen, Freiheit auf im deutschsprachigen Raum tatsächlich unterwegs. Aber dass jemand, der der über Soziologie spricht, immer häufiger Personenschutz braucht, das spricht doch für sich. Oder dass dann plötzlich heißt, ein Ort wie Bad Aibling macht sich Sorgen um seinen Ruf, weil da war jetzt irgendwie neulich Ernst Wolf, dann kam Daniele Ganser und dann kam noch Herr Kemann zu Visierbasch. Was haben die da gemacht? Die haben da einen Vortrag gehalten. Was ist los mit Bad Aibling? Und dann kommt der grüne Bürgermeister und behauptet, was ich gesagt hätte. Sag ich, waren Sie denn da? Nein. Wo ich denke, boah, ist das alles schlecht. Das ist Sekte. Und ich weiß nicht, warum das in Deutschland so ist, aber ich kenne ja eigentlich niemanden mehr in Deutschland, der mit den Verhältnissen zufrieden ist, aber ich kenne eine Menge Leute, die es irgendwie nicht schaffen, dagegen aufzustehen, weil sie zu beschäftigt sind. Und das ist für mich schon so ein bisschen so, dass man sich schon manchmal die Frage stellt, für wen kämpft man eigentlich? Dann überwinde ich das, ich trinke ja keinen Alkohol, sondern ich fahre eine Runde Motorrad, denke, naja, sie hatten vielleicht keine Zeit. Aber ich würde mir schon wünschen, dass jetzt gerade auch mit dieser Kündigung ich vielleicht mal dafür sensibilisieren kann, dass es nicht um Apolut geht. Ja, es ist schön, wie ihr uns unterstützt, sondern es geht darum, viele dieser Autoren, die ihr gar nicht kennen würdet, die euch auch während Corona gezeigt haben, wie gefährlich dieser Wahnsinn ist, wo ihr euch möglicherweise keine Spritze absetzen lassen, ja, von denen würdet ihr nichts wissen. Und das nächste WHO-Papier liegt ja schon in der Schublade. Und es geht ja eben nicht nur um uns, es geht um alle alternativen Medien. Und das heißt, sie werden sie nach sukzessive abräumen. Und wenn das, was hier passiert, in Russland passieren würde, das wäre aber Thema, ja, dass jede Art von Widerspruch würde weggebügelt. Hier ist das inzwischen Standard und wir erfahren nichts davon. Wir erfahren über solche Sendungen davon und über die Kanäle, die es noch gibt. Und wir erreichen auch eine Menge Menschen. Aber wenn man eben nur sagt, hoffentlich, wie geht das aus, ist es so ähnlich, wie wenn man auf der Titanic ist und jemand sagt dazu, der Kahn geht aber unter und man hilft nicht beim Boote zu Wasser lassen, dann wundert man sich aber irgendwie, dass man mal Eiswasser am Fuß hat. Das wird genauso kommen, wie Paulus gesagt hat. Erst werden wir rasiert und dann wird jeder rasiert, der nicht das richtige Produkt kauft oder sich hat erwischen lassen, dass er an irgendeine AfD gespendet hat. Und das wird ein Staat, den wir in der DDR mit dem Gängelungs schon hatten und die wir schon vorher kannten. Und dann zieht es für mich nicht mehr zu sagen, wer hätte das denn ahnen können. Ich darf eins noch gleich dazu, bevor Paul da zu seinem Schlusswort anhebt, nur dazu sagen, ich habe auch so ein, deswegen diese Kontaktsperrgeschichte in meiner These, so ein übles Gefühl, wenn auf Weinstephan Butter, Leute Zettel legen, kauft nicht bei Weihenstephan, weil der Chef von Weihenstephan sich mal mit Alice Weidel getroffen hat. Das erinnert mich, kauft nicht bei, erinnert mich an andere unselige Vorgänge. Das hat sich insofern umgedreht, dass sie die Methoden benutzen, nur versuchen, und das haben sie intelligent raffiniert und gerissen hinbekommen, dass die Adressaten oder die Absender ausgetauscht werden mit einem großen babylonischen Sprachverwirrungsvorgang. Das ist alles McCarthy. Und am Ende, wenn man sich anschaut, wie der McCarthy geendet ist, das war jemand, der war dem Wahnsinn, dem Alkoholismus verfallen. Und das wird sich später auch bei unseren Politikern so zeigen. Wir haben ja immer gespottet über die Nazis und so, dass das ja alles Bescheuerte waren, was ja nicht der Fall war. Da gab es ja schon den einen oder anderen wirklich ziemlich intelligenten Menschen, muss man einfach sagen. Die waren ja nicht komplett blöd. Aber unsere Regierung glänzt durch das Weglassen von Gehirn. Niemand kann später sagen, na ja, aber die waren wirklich sprachlich begabt. Wer denn? Die Außenministerin. Ja.
Das ist einfach, das sind solche Flachzangen, ja, die unsere Demokratie, unsere Meinungsfreiheit so kaputt machen, die uns alle so einschüchtern, dass ich genau. Ja, gut, aber du hast es ja selbst in der letzten Sendung gesagt. Selbst bei den Nazis, bei den Intelligenten, gab es Leute wie Sophie Scholl, die Nazi war und dann in den Widerstand gegangen ist, die sich gedreht haben, die eben ihre Intelligenz dann auch genutzt haben und die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung bauen wir wieder. Das waren Kinder und keine Spitzenpolitiker. Und was man sagen muss, nachdem die Nazis... Es gab auch absolut Spitzenpolitiker bei den Nazis. Es gab auch Spitzenpolitiker bei den Nazis. Stauffenberg war vielleicht keiner, aber es gab auch Spitzenpolitiker, die sich von denen gelöst haben. Und zwar vor dem Kriegsende, als der Überfall auf die Sowjetunion stattgefunden hat. Ja. Und es gab auch Spitzenpolitiker, die sich nie gelöst haben und die dann im Westen Karriere gemacht haben. Sodass man eben sagen, also immer schön in der Mitte bleiben, das lohnt sich. Hauptsache, du bist zuverlässig gegenüber irgendeinem repressiven System. Also ich bin gespannt, was das jetzt, ob das jetzt irgendetwas auslöst. Weil wenn das nichts auslöst, dann ist es eben so, dann ist es der Anfang vom Ende und dann wird es kommen, wie es kommt. Und ich weiß, wie es kommt, aber sich nicht bei mir beschweren. Ich bin dann eh nicht mehr da, aber wir werden in Kürze dann alle Uniform tragen. Ich weiß das. Ganz nah dran in dieser Folge, dass Dieter Dehm einsieht, dass der neue Faschismus ganz andere Genickschussanlagen hat als der alte, als er denn erkannt hat, dass sie es doch verbessert haben. Mal schauen, wie die neuen Genickschussanlagen aussehen. Mir sagt auch irgendwas, wir werden es noch rausfinden. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Schaut nächste Woche gern wieder Nachschlag. Geht nächste Woche gern noch, wenn ihr Lust habt, in Berlin um 19 Uhr zu unserer Live-Diskussion. Damit sind wir jetzt bei Ankündigungen von Paul Brandenburg. Die könnt ihr euch ansehen. Also ihr könnt euch auch die Nachschlagsendung, ist wie immer in der Beschreibung verlinkt, ohne meine nervigen Kommentare ansehen. Ich meine, das ist wichtiger zu hören, dass ich nicht so häufig dazwischenreden soll, wenn ich hier auf was reagiere. Und da denke ich mir auch, die Zuschauer könnten ja eigentlich sich das Originalvideo ansehen. Aber egal. Nochmal zu dem, was Kevan Sufisiyavash hier bei der Bank in Pirna passiert ist. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich finde, da sollte das BSW auch definitiv schnellstmöglich sein Konto kündigen und zu einer anderen Bank gehen. Also es ist eine absolute Katastrophe, dass oppositionellen Konten gekündigt werden. Und das BSW sollte erstmal kein Konto bei so einer Bank haben und das dann auch noch belohnen. Und zweitens, könnte das BSW als nächstes dran sein. Also wenn hier alternativen Medien massenweise Konten gekündigt werden, dann könnte das auch in einer politischen Partei passieren, wenn die sich zu kritisch äußert. Auch wenn Kevan nicht dran glaubt, dass das BSW wirklich eine Alternative ist, da wäre ich, wie gesagt, mal gerne auf eine Begründung gefasst. Also auch bei Paul Brandenburg. Die beiden haben mir die ganze Zeit in der Sendung auf das BSW geschimpft, aber keinen einzigen Grund genannt, warum das so sein soll. Naja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Stimmt, die Schlagzeile der Woche müssen wir noch festmachen. Ich würde sagen, das war Zensur über allem, weil Kontosperrungen für Oppositionelle, also so massenweise, wie das jetzt bei der Volksbank Pirna passiert, wirklich eine neue Eskalationsstufe sind. Dass andere Banken das gemacht haben, okay, aber die Volksbank Pirna galt ja bisher noch als relativ sicherer Hafen. Das ist schon gefährlich, was da passiert. Das ist schon gefährlich. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und hoffen wir, dass sich die Verhältnisse bis dahin nicht noch weiter verschlechtern. Ich meine, ich reagiere jetzt schon seit einiger Zeit auf Nachschlag und nach jeder Reaktion haben sich die Verhältnisse in Deutschland immer weiter verschlechtert. Die Opposition ist immer weiter unter Druck gesetzt worden vom deutschen Staat, aber auch von privatwirtschaftlichen Konzernen, von Banken, von amerikanischen Großkonzernen wie Google. Ich meine, Paul Brandenburgs Kanal hat jetzt, seit wir auf Nachschlag reagiert haben, schon zweimal einen Strike erhalten. Mein eigener Kanal hat schon einmal einen Strike erhalten. Also das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die immer weitergeht und die immer schlimmer werden wird. Also das ist definitiv eine sehr ungute Entwicklung, die wir gerade beobachten und die sich mindestens bis zu den Bundestagswahlen noch weiter in diese Richtung entwickeln wird.